Sehr gut, jetzt geht auch die Türe auf und hier strömen schon die Teilnehmer. Wir nähern uns schon den 100 im Raum und ich sage herzlich willkommen zur nächsten Keynote. Endspurt kurz vor der Mittagspause, aber es wird doch mal spannend, das kann ich euch versprechen. Wir machen nämlich eine kleine Reise zusammen mit dem Ian Kepler vom Papierflieger zur Digitalstrategie, und wenn ich Reise sage, meine ich das tatsächlich auch so, denn er wird nicht nur in seiner, Schallschutzkabine bleiben, wo er jetzt gerade sitzt, sondern wird euch auch noch live mit ins Büro nehmen, in seine Digitalwerkstatt. Aber zunächst ein paar Worte zu dir, lieber Jan. Du bist Geschäftsbereichsleiter Digitalisierung und IT in der Stadt Metzingen. Ich habe mal geguckt, du hast einen ganz komischen, witzigen Hintergrund. Du warst 14 Jahre bei der Marine, über welche Umwege man dann auch zur Verwaltungs-IT kommt. So spielt das Leben. Du hast dann auch Pädagogik studiert, einen BA im Public Management und bist dann vor, glaube ich, 11 Jahren bei der Stadt Metzingen gelandet, hast da zunächst den Aufbau und die Entwicklung der Organisation des Fachbereiches gestaltet, bis heute jetzt zur Leitung des Geschäftsbereichs Digitalisierung und IT seit 2022, und hast da schon einiges erlebt, von der E-Akte, du nanntest es so nett, den Papierflieger, bis jetzt zur Digitalstrategie, und da freuen wir uns jetzt sehr auf deinen Bericht und natürlich auch deinen Rundgang, und ich sage, Stage is yours. Okay, vielen Dank, Eva. Ja, dann herzlich willkommen bei uns in der Digitalwerkstatt. Noch nicht viel zu sehen. Wie Eva schon gesagt hat, ich sitze in der Schallschutzkabine momentan, um die ersten paar Worte loszuwerden. Ja, meine Aufgabe jetzt 15 Minuten, und da in diesen 15 Minuten rund 8 bis 10 Jahre Erfahrung so ein bisschen abzudecken oder 8 bis 10 Jahre Entwicklung bei uns. Das wird natürlich ein schneller Flug, deswegen schiebe ich gleich vorweg. Ich bin für einen Austausch immer gern bereit. Vernetzung ist eins der A und O's in diesem Thema. Das werde ich auch nachher nochmal ganz kurz erwähnen. Von daher fange ich mal kurz an. 2013 habe ich als One-Man-Show angefangen, oder ein Stückchen früher war es sogar schon, aber als One-Man-Show, und habe erstmal nur die Orga betreut, und dann kam mein Chef, damaliger OB, zu mir und gesagt, Herr Kepler, machen Sie doch mal Digitalisierung. Okay, schön, Digitalisierung, fein, was ist denn das eigentlich? Ja, führen Sie mal ein DMS ein. Okay, das wurde schon ein bisschen handfester, damit konnte ich ein bisschen mehr anfangen. Wie gesagt, wir haben ein Projektteam, oder ich habe damals ein Projektteam gebildet, ein relativ großes, alle Fachbereiche mit eingebunden, mit Archivar, interner Prüfung, ich wollte alle dabei haben, inklusive Personalrat. Und dann haben wir uns das Ganze soweit angeguckt und haben uns dann letztendlich für ein Dokumentenmanagement entschieden. Damals war das auch für mich noch so, ja, DMS, okay, cool, das ist Digitalisierung. Heute bin ich einige Schritte weiter und sage, ja, ohne DMS funktioniert keine Digitalisierung. Aber das ist noch lange nicht Digitalisierung. Was ich als erstes gemacht habe, ist dann die Orga so ein bisschen aufzuweiten, auch in diesem Zuge die Orga zu entwickeln. Denn die Organisation ist einer der wichtigsten Bestandteile in meinen Augen. Ohne die funktioniert nun mal einfach Digitalisierung nicht. Ich glaube, wir hatten es heute schon in einigen Vorträgen gehört. Nach rund 5 Jahren, nach circa einem Jahr hatten wir, glaube ich, alle im Bauhaus so weit, dass sie theoretisch hätten mitarbeiten können mit der digitalen Akte. Man hört schon daran, das hat nur semi-gut geklappt. Nicht alle Bereiche sind gleich freudestrahlend mit reingesprungen in das Thema, logischerweise. Es ist ein Change. Dem einen oder anderen Bereich fallen wir auch heute noch ein bisschen rum. Also das kann sich unter Umständen auch manchmal ganz schön ziehen. Wie gesagt, nach 5 Jahren wurde dann aus diesem Bereich der Fachbereich Organisation. Hier wurde auch die IT mit untergliedert. Das heißt, damals hatte ich dann den direkten Zugriff auf die IT. Auch hier habe ich erstmal angefangen, ein bisschen umzustrukturieren, die alten Strukturen so weit aufzubrechen, eben nicht, dass die IT einfach nur hinterhergerannt ist, sondern einfach ein bisschen aktiver in Geschehen eingreifen konnte. Und hier sind wir dann auch so ein Stück weit rangegangen und haben das ganze Thema Prozesse mal aufgegriffen. Das heißt, Ablaufprozesse angeschaut und einfach mal geguckt, wo kann die Reise jeweils hingehen. Damit waren wir definitiv Feind Nummer 1 im Haus. Wir haben uns vorher schon den Weg Richtung Feindbild gemacht, denn unsere Aufgabe war, wir haben Dinge verändert. Wenn meine Kinder mich gefragt haben, Papa, was machst du eigentlich? Ja, ich verändere bei uns im Haus, und damit bin ich per se ein Feindbild gewesen, denn ich habe die Leute aus der Komfortzone rausgelockt, ich habe sie rausgedrückt teilweise, habe Dinge einfach verändert, sodass die Leute einfach nicht mehr in ihrer Komfortzone sitzen bleiben konnten.
Weitere 5 Jahre später ist der ganze Bereich Digitalisierung und IT noch größer geworden, viel umfangreicher. Jetzt mittlerweile haben wir den gesamten Geschäftsbereich oder eben auch ein Amt seit letzten Oktober gebildet. Und ja, auf diesem Weg haben wir uns dann letztendlich jetzt gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben die Digitalisierung auf der einen Seite aufgesplittet und auf der anderen Seite eben die IT. Wir haben viele Einzellösungen im Dokumentenmanagement gemacht, wir haben uns viele Prozesse angeguckt, wir haben eine Gesamthauslösung für alle geschaffen, das heißt, alle können im DMS arbeiten. Und was wir vor allem gemacht haben, wir haben viel zugehört, wir haben auf diesem Weg uns jedes Büro angeguckt, wir haben uns tatsächlich jeden Aktenschrank im Haus angeguckt, wir haben alle aufgemacht. Dann hat mir meine Marinezeit vielleicht geholfen, so Stuben- und Spindmusterungen rein in die Büros, so Spinde auf, wir wollen eure Akten sehen. Hat aber tatsächlich geholfen, dass die Mitarbeiter sich auch mitgenommen gefühlt haben. Wir haben dann eben geguckt, wo kann man eben zentrale Lösungen machen, wo brauche ich spezielle Lösungen und sind dann darauf eingegangen und haben dann auch viel selber gebastelt. Jetzt heute haben wir viele Mosaiksteine, wir haben wahnsinnig viele Projekte auf der Liste. Das Feindbild, was wir damals geschafft haben, ist jetzt etwas differenzierter. Die Leute haben mittlerweile bei uns im Haus auch erkannt, hey, die Digitalisierer wollen uns gar nichts Böses. Ja, die verändern, aber sie helfen uns auch. So. Das ist die ganz schnelle Reise durch die letzten knapp 10 Jahre, wie gesagt. Jetzt ist aber die Frage, wie gelingt das oder wie gelang das oder was gelang eben auch nicht? Ich habe heute sehr aufmerksam beim Thomas Bönig zugehört. Der hat auch mir aus der Seele gesprochen. Danke, Thomas, wie gesagt, an dieser Stelle auch nochmal. Ja, cool wäre es, wenn wir natürlich in all diesen Bereichen viel Rückendeckung bekämen vom Land. Das Problem ist, ja, wir haben schon mehrfach festgestellt, ganz so funktioniert es nicht. Diese Rückendeckung kommt nicht ganz so. Die Entwicklungen sind hier einfach der Ebene einfach zu langsam. Deswegen mein Motto oder das, was ich eben viel auch angesetzt habe, ist einfach, dass ich sage, macht statt schwätzt. Wir können nicht über alles 100.000 Mal schwätzen. Wir müssen einfach Dinge anpacken, wir müssen sie machen. Diese Chance habe ich bekommen hier bei uns. Unsere OBs, also ich hatte zwischendurch einen OB-Wechsel, beide sind aber eben so, dass die gesagt haben, Herr Kepler, machen Sie mal. Ich habe viel freie Hand bekommen, die Bereiche zu entwickeln und Ideen auch einfach mal umzusetzen. Was ihr aber braucht, also die Digitalisierer da draußen, die es anpacken sollen, Leute, holt euch Rückendeckung von oben. Also wenn eure Führungsspitze nicht mitzieht, dann lasst das Thema Digitalisierung. Wenn die nicht mitmacht, dann funktioniert es nicht. Dann arbeitet ihr ständig im eigenen Saft, ohne dass ihr wirklich vorankommt. Was ebenfalls ist, da werde ich auch gleich nochmal drauf kommen, wenn ich hier die Rundreise bei uns durchs Büro mache, also durch die Digitalwerkstatt. Leute, geht weg von der Hierarchie. Schwätzt mit jedem, vom Azubi bis zur Amtsleitung auf Augenhöhe. Jeder hat sein Fachwissen, jede von Ihnen hat irgendwo irgendwelche Kenntnisse, die einfach helfen können. Tauscht euch aus, werdet transparent in alle Bereiche, auch in anderen Fachbereiche. Gerade im Bereich Digitalisierung, lasst es transparent werden. Ihr habt keine großen Geheimnisse. Das darf jeder wissen, was ihr da macht. Und diskutiert nicht alles bis ins Letzte wirklich, sondern überzeugt durch Machen. Wirklich setzt einfach auch mal Lösungen um und dann überzeugte. Einige kennen bestimmt diesen Spruch, ne? Frösche und Teich, also ihr fragt die Frösche nicht, ob ihr den Teich trocken legen sollt. Nee, ihr hört sie trotzdem an, aber wenn ihr merkt, die Frösche haben da Bedenken, dann erklärt ihnen, sie sind Amphibien. Die können auch eine Zeit lang mal auf dem Trockenen überleben, das funktioniert. So, und jetzt kommen die Führungskräfte ins Spiel. Liebe Führungskräfte da draußen, die mir jetzt hier zuhören, ihr seid der Flaschenhals in ganz vielen Themen. Vertraut euren Leuten und hört denen zu. Also das ist eins der A und O, was ich ganz, ganz früh gelernt habe. Hört auf euer Team. Das heißt nicht, dass ihr alles so machen müsst, wie eure Teams euch das sagen. Aber hört darauf und lasst Ideen zu. Und vor allem lasst die Leute Fehler machen. Ich habe gerade schon in kleinen Kreisen erzählt, ich habe gestern erst eine Bachelorarbeit bekommen von einer Studentin, die letztendlich das Thema untersucht, Fehlerkultur und so weiter. Und eine der Fragen war gleich am Anfang, haben Sie nicht triviale Fehler gemacht? Ja, wie lang soll die Liste bitte sein? Ja, ich habe schon Geld versenkt und ja, ich habe schon richtig kritische Fehler gemacht. Ist das schlimm? Nein, es ist nicht schlimm. Aber lernt draus. Lernt aus euren Fehlern und erzählt den anderen. Erzählt wirklich allen, hey, ich habe diesen Fehler gemacht, aber ich habe daraus gelernt, macht es nicht so, wie ich es gemacht habe. Also beispielsweise, wir sind seit mittlerweile fast Jahren dabei, einen Rechnungseingang einzuführen. Warum? Wir wollten die große, phänomenale Lösung, sollte alles drin sein. Ja, vergesst es. Wir machen sie jetzt scheibchenweise. Wir haben mitten im Projekt dann irgendwann mal gesagt, okay, große Bremse rein und wir splitten das Ganze in zwei große Bereiche. Wir machen scheibchenweise nach und nach und jetzt geht es plötzlich ganz ratzfatz voran. Wenn ich es jetzt vorher gewusst hätte, dann hätte ich es auch anders gemacht.
Was ihr machen müsst als Führungskräfte, stärkt euren Leuten den Rücken, weil die werden Probleme bekommen. Die werden wieder auf Probleme stoßen. Aber liebe Führungskräfte, wenn ihr das nicht könnt und wenn ihr euren Leuten in diesem Bereich nicht diese Unterstützung bietet, dann sage ich ganz klipp und klar, lasst die Finger weg von der Digitalisierung, weil da funktioniert es nicht. Und jetzt einen lieben Gruß an alle Kämmerer da draußen. Ja, Digitalisierung kostet Geld und das nicht zu knapp. Und nein, es spart erstmal keine Arbeitsplätze ein. Im Gegenteil, wahrscheinlich wird es erstmal Arbeitsplätze noch kosten. Digitalisierung ist auf den Punkt gebracht, scheißteuer. Es ist nun mal einfach so. Es wird irgendwann einsparen, ja, das dauert aber noch ein bisschen. Also diese Zeit wird kommen, wo die Digitalisierung uns einfach durch die Effizienz das Ganze wieder einspielen wird, aber es wird noch brauchen. Ja, und last but not least, bevor ich jetzt die Reise hier starte bei uns, Thema Netzwerken, das, was wir jetzt hier machen. Ich habe festgestellt, seit ich als Speaker hier auf dieser Liste stehe, habe ich doch einige Anfragen über LinkedIn bekommen, auch über Xing habe ich das ein oder andere bekommen, auch hier im Chat habe ich schon Anfragen bekommen, können wir uns mal austauschen? Ja, bitte, können wir uns bitte einfach austauschen? Wenn wir aufs Land warten und auf die Diskussion warten, dann warten wir noch lange. Also schönen Gruß da noch an den Thomas auch an dieser Stelle. Stadt Stuttgart war letzten Monat erst bei uns. Wir haben sich alles angeguckt. Wir haben einen sehr offenen Diskurs gehabt miteinander. Nächsten Monat, Thomas, sind wir bei euch in den Hallen und schauen uns mal an, was ihr so gemacht habt. Wir haben festgestellt, ja, die Stadt Stuttgart hat deutlich größere Suppenteller als wir und die haben auch viel, viel größere Löffel als wir. Aber die Suppe, das ist genau die gleiche, die wir haben. Die haben die gleichen Probleme, die haben die gleichen Hindernisse und die gleichen Ecken, wo man sich einfach nur die Haare rauft. Das ist einfach so. Die skalieren halt ein bisschen anders. Ja, klar, logisch. Ihr seid ein bisschen größer in Stuttgart. Aber der Austausch hat uns ganz klipp und klar gesagt, wenn ich einen Prozess anpacke, dann packe ich ihn an. Und ob der nachher eine Person nutzt oder ob der nachher 1 Million Personen nutzen, den Prozess muss ich trotzdem anpacken und anschauen. So, so viel zu der Theorie. Ich klemme uns jetzt mal ganz kurz hier ab. Ich werde jetzt mal ganz kurz die Kamera wechseln. Das heißt einfach die Kamera auf meinem Surface wird jetzt gleich eine Bank zeigen. Sobald ich jetzt war, genau, das ist die Bank, die mir jetzt gegenüber ist. Und jetzt nehme ich euch auf die Reise mit durch unsere Digitalwerkstatt. Ich klemme euch nur kurz ab. Ziel des Ganzen, was wir hier im A&O haben, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen mobil arbeiten. Deswegen, das Gerät, was ich jetzt hier in der Hand habe, das ist momentan eine Microsoft Surface, wird bei uns auch im Haus nächstes Jahr ausgerollt. Das heißt, vom Azubi bis zum Oberbürger, bis zur Oberbürgermeisterin werden alle Mitarbeiter mobil sein. Genau, man sieht jetzt hier an der Stelle, das ist die Schaltschutzkabine, der ich mich gerade befunden habe. Das heißt, wenn es denn mal einen stillen Platz braucht, dann an der Stelle kann man sich dann mal etwas zurückziehen. So, jetzt tue ich dann ganz noch einen Schuss. Ansonsten, wir haben keine festen Arbeitsplätze, das zeige ich gerade. Ich bitte zu entschuldigen, wir haben letzte Woche, am Wochenende haben wir Telefonsystemumstellung gehabt, also wir haben ja noch Menge Crewstrom stehen. So, ich gehe mal einmal ganz kurz in unseren Eingangsbereich, da kommen wir dann rein, das ist nicht so interessant. So, hier sieht man die Kollegen in unserem Besprechungsbereich, ein ganz anderer Bereich, das sind unsere Gutachter, die gerade irgendwelche Themen besprechen, sind aber damit einverstanden. Genau, man sieht auch schon hier einfach unser Eingangsbereich, das ist alles nicht so interessant. Interessant ist vielleicht hier, Crewstilleck, die ITler brauchen immer ein Crewstilleck. Die ITler unter Ihnen wissen das. Ansonsten haben wir sowas hier, ich ziehe es mal vorsichtig raus. Wir haben hier unsere kleinen Caddies. Das sind kleine Hocker, das heißt, jeder von uns hat hier so einen kleinen Caddy mit einer Caddy-Garage und entsprechend kann derjenige dann seine persönlichen 5 Dinge, die er noch braucht, mitnehmen. Ich habe schon gesagt, Mobilität, das A und O ohne Mobilität. Ich weiß gar nicht, warum da oben ein Umschlag mit Papier liegt. Das ist bei uns eher sehr selten. Das ist so der Platz, an dem ich zum Beispiel heute arbeite. Ich habe schon locker meine 5000 Schritte heute voll. Ich werde es nachher nochmal wieder weitermachen. Genau. Alle Tische sind höhenverstellbar, sodass sich jeder anpassen kann. Genau. Und man sieht auch schon, da Spaß in Anzeichen kommt bei uns nicht zu kurz. Was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, wir probieren aus. Man sieht hier so einen schönen Sitzsack an der Stelle. Das darf auch mal sein. Man darf sich einfach mal auf solche Dinge mal einlassen. Wie gesagt, ITler, sie sind halt doch ein bisschen verspielt, wie man sieht. Ansonsten haben wir hier verschiedene Inseln, die mit verschiedenen Ausstattungen ausgestattet sind. Man sieht es da hinten im Hintergrund, das sind 34 Zoll, hier vorne 2x27 Zoll. Das ist auch das, was nachher ans Haus ausgerollt wird. Für die Plätze.
Also theoretisch können wir auch im restlichen kompletten Rathaus nachher dann eben entsprechend tatsächlich auch diese Mobilität dann herstellen. Wir haben aber auch alternative Möglichkeiten. Das sind die einzigen, die tatsächlich nicht höhenverstellbar sind, weil die entsprechend diese Umspannung hier haben. Wir haben hier dann eben kleine, so in unserem Spiel, wir nennen Think Tank. Das heißt, ein kleiner Raum oder ein kleines Eck, in dem man sich zurückziehen kann. Man darf auch Fahrrad fahren bei uns, während man eben entsprechend sich bespricht. Im Hintergrund, das ist dann, wie gesagt, die Besprechung von der anderen Seite. Und was vor allem ist, es ist alles irgendwie mobil. Man sieht, überall sind Räder dran. Das heißt also auch, diese Wände kann ich jederzeit hin und her ziehen und mir das so gestalten. Hier sieht es noch ein bisschen wild aus. Das haben wir erst letzte Woche eingerichtet. Wir brauchen mehr Platz. Dazu kommen nämlich ständig Leute dazu. Und nicht wundern, dass es so leer ist. Die Hälfte meines Teams ist gerade auf der Didakta. Von daher, die gucken sich da gerade das Ganze an. Da hinten im Hintergrund kommt der eine oder andere. So, unser, man sieht es an der Seite vielleicht, das ist das Analogeck. Das ist unsere einzige Ecke, wo wir noch Verbindung zur analogen Welt haben. Also da steht dann der Drucker bzw. Scanner. Da gibt es noch Papier, da gibt es auch noch so Tacker, Klammern und sonstigen Kram. Man sieht überall die weißen Wände. Es ist alles irgendwie beschreibbar. Man kann überall seine Ideen hinterlassen. Und ansonsten sind wir jetzt, wie gesagt, eben möglichst digital natürlich ausgestattet. Und man sieht einfach, es sind überall verschiedene Möglichkeiten, sich einfach zu platzieren. Hier dann auch nochmal gleich integriert entsprechend diese Meet and Greet, wie wir es auch gerne nennen. Also das Ganze natürlich, klar, Beamte, Kaffee. Ich bin selbst Beamter, ich darf es sagen. Genau, das Ganze einfach ein bisschen gemütlich aufgemacht. Und wenn man sich dann rumdreht, dann eben auch das S-Eck, aber wird auch gerne für Besprechungen genutzt. So, und jetzt werden der eine oder andere gleich nochmal ein bisschen schmunzeln. Man hört schon. Ja, Mittag. Dieser Raum hier war mein altes Billardcafé. Ich weiß, das ist privat, genau. Das ist mein IT-Leiter und sein Stellvertreter, genau. Übrigens, phänomenal guter Billardspieler. Ganz ätzend. Und wir haben damals gesagt, hey, die Tische stehen schon drin, dann darf man sie auch gerne mal benutzen. Auch hier nochmal eine wunderschöne kleine Ecke, die man sehen kann, um eben auch noch eine weitere Besprechung durchzuführen. Also wir haben hier teilweise schon wirklich bis zu 4 Teams. Ich gehe jetzt so langsam wieder zurück durch unseren Bereich. Also wir haben teilweise wirklich 4 Besprechungsteams hier schon bei uns gehabt, die sich hier einfach austauschen. Jetzt kommen natürlich gleich als nächstes die Fragen. Ich gehe jetzt wieder zurück in mein Kabinchen. Jetzt kommen natürlich als nächstes so die Fragen. Ah ja, das kostet ja einen Haufen. Ja Leute, ihr müsst nicht alles auf einmal machen. Also das ist natürlich, wir hatten jetzt hier die Chance, dass tatsächlich, ich switch auch gleich die Kamera wieder, dann könnt ihr mich alle wieder sehen. Ihr habt natürlich die Chance, auch Einzelteile. Nicht für alle Teams funktioniert das. Es ist tatsächlich auch einfach so, dass man natürlich auch nur Einzelbestandteile davon. Oh, sehe schon, Eva kommt ins Bild. Das heißt, meine Zeit geht langsam aus. Dann komme ich nach dem kleinen Rundgang noch kurz zu der Zukunft, wo wir jetzt hingehen. Es ist einfach so, ich habe schon gezeigt, sitzen, stehen, hocken. Eigentlich wollte ich gerade noch aufs Laufband, das mache ich dann gleich doch noch, mache ich dann doch nicht zum Schluss jetzt, vielleicht im Nachgang noch. Es darf Spaß machen, Leute, man darf sich im Team wohlfühlen und wie gesagt, baut die Hierarchie ab. Also ich spreche mit unseren Azubis genauso wie mit meinen Führungskräften. Ich sitze genauso mittendrin und mir fehlt das einzelne Büro überhaupt gar nicht. Also die seltenen Momente, wo ich wirklich mal ganz, ganz kleine Stille brauche, dann ziehe ich mich hierhin zurück oder gehe halt nach Hause. Also alle unsere Mitarbeiter hier in diesem Team können auch von zu Hause aus arbeiten. Ja, wo geht die Reise jetzt noch hin? Was ich jetzt momentan habe, ist, ich habe jede Menge Mosaiksteinchen. Was mir fehlt, ist noch das große Gesamtbild. Das heißt, ich werde jetzt mal nach und nach anfangen, so eine Strategie aufzubauen, um mal zu gucken, was für ein Bild habe ich eigentlich. Ich würde hier schon fast sagen, wann ich fertig bin. Ja, das Thema fertig können wir aus unserem Wortschatz in der Digitalisierung, glaube ich, streichen. Wir sind nicht fertig. Nie, niemals. Ja, genau. Last but not least. Begriffsdefinition, wenn wir über Digitalisierung sprechen, ich mag das Wort bald schon gar nicht mehr hören, obwohl ich ja mittendrin bin. Die Frage ist immer, was heißt denn eigentlich Digitalisierung? Das darf man natürlich erstmal definieren. Und wenn wir gleich noch einen Schritt weitergehen und ich das ominöse Wort Smart City höre, dann kriege ich immer gleich nochmal graue Haare dazu, weil das ist genauso ein Begriff, der alles und nichts aussagt. Das ist etwas, was wir jetzt für uns mal definieren werden. Was heißt denn das eigentlich für uns? Und soll unser Arm so weit reichen, dass wir wirklich in die Stadt komplett reinreichen oder bleiben wir erstmal in unserem eigenen Sums? Das reicht nicht. So, es gibt noch viele, viele andere Dinge, die ich sagen könnte,
aber ich lasse es dabei bewenden. Ja, vielen Dank, Jan. Applaus, ich denke auch von vom Zuhörerkreis, habe schon so ein paar Kommentare gelesen, großartig, und alle sind natürlich ganz neidisch auf dein Büro, wie du das auch hinbekommen hast. Ich könnte jetzt auch noch Fragen stellen, aber ich möchte einfach noch so ein, zwei Punkte zusammenfassen, die mir wirklich im Kopf geblieben sind und die ich jetzt auch toll finde zum Abschluss, dass du eben sagst, nehmt es selber in die Hand, wartet nicht darauf, bis Bund und Länder auf euch zukommen, ergreift selbst die Initiative und guckt natürlich, dass ihr die Führungsriege im Rücken habt bei der Digitalisierung, und ihr müsst auch nicht alles auf einmal machen. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Das fand ich ganz toll. Also wirklich auch in kleinen Schritten kann viel bewegt werden, wie man es ja auch bei dir sieht. Wie lange hat bei dir die Umsetzung der E-Akte gedauert? Ja, sie dauert. Ja. Also ich sag mal so, wir hatten nach einem Jahr ein Grundgerüst, dass ich sage, ist okay, wir sind soweit, mal so, dass eben alle drin arbeiten können. Aber ich habe heute noch nicht alle Mitarbeiter wirklich flächendeckend drin. Also ich habe immer noch wieder Mitarbeiter, die ich dann irgendwo rauskitze, wo ich sage, die arbeiten immer noch nicht in der Ärkte, warum nicht? Oftmals sind es einfach nur Ängste, und wenn man die dann nimmt, in einem Regelfall passt das eigentlich. Wo wir wieder beim Beispiel mit den Fröschen waren, finde ich nämlich auch super. Also von daher, Jan, alles richtig gemacht. Vielen Dank auch für deinen Blick hinter die Kulissen. Hat wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören, auch wirklich einen konkreten Best Practice mal zu erleben. Und ja, wünschen dir natürlich auf deiner Reise, auf deine weitere Reise bei der Digitalisierung alles Gute. Lieben Dank. Ich denke, du wirst noch den ein oder anderen Kontakt per Chat bekommen. Und genau, Führungskräfte, hört die Signale, schreibt einer. Und damit beschließe ich es jetzt auch. Sag lieben Dank auch an alle fürs Zuhören. Schickt euch zurück in die Lobby, und dann geht es auch direkt in die Mittagspause, in die Stärkung. Und wir sehen uns dann später. Tschüss.